Hallo und herzlich willkommen bei Band of Gamble. Ich bin natürlich auf der Jagd nach einem Ticket und heute habe ich das Spiel Looney Tunes World of the Mayhem. Genau. Viel Spaß beim Video. Und da sind wir schon. So, wir haben es installiert. Mein Account ist da. Level 27, der Bardock. Red Bardock, das bin ich. Und wir legen jetzt mal los. Ich will als erstes die ganzen roten Punkte holen. Hier sagt er einmal, ich soll das machen. Machen wir das mal schnell hier, ne? Soll das der Angriff sein? Komm, hauen wir einmal den Angriff hier rein. Ich probiere mit den Schwächsten anzugreifen, was ich habe, damit die ein bisschen sich aufleveln. Und ich habe auch viele Charaktere. Meine Güte. Okay, dann machen wir mal den Angriff. Ich denke mal, das werde ich sowieso verlieren. Mit meinen Schwächsten. Aber was soll's? Ich bin ja hier, um meine Leute zu leveln. Es gibt immer zwei Sachen von Spielarten. Ich weiß nicht, welche Art ihr am liebsten mögt. Die erste ist, alles hoch zu leveln, was geht. Und die andere Sache wäre, um erstmal eine Truppe hoch zu laden, um alles freizuschalten und dann alles nach und nach hoch zu leveln. Ich würde sagen, das zweite wird am schnellsten gehen. Das zweite, sag ich mal, würde es am schnellsten gehen, weil dann kann ich erstmal eine Truppe hoch leveln bis ganz oben, zack, dann bin ich hier mit allem fertig. Zumindest bis dahin, wo ich komme. Und dann habe ich eine hohe Stufe und dann kann ich die kleinen Leute da mit reinstecken in die hohe Stufe und den Rest auch alles hochleveln. Deswegen sage ich immer, so geht es am schnellsten. Aber das auch so machen. Ach komm, komm, wir machen das auch mal so. Ich nehme jetzt meine stärksten Charaktere. Und greife mal an. Und level dann halt immer nur die Leute hoch, die ich dann irgendwann brauche. Ansonsten erstmal stark hoch. Aber es ist wirklich auch nicht, wie es aussieht. Boah, einer drunter. Die kriegen keinen Schaden. Zack, down. Gut. Dann haben wir das schon mal alles fertig. Gehen wir zurück ins Hauptmenübildschirm. Aha, aha. Da haben wir noch nicht gearbeitet. Neu. Okay. Gut, machen wir es so. Bin schon Bugs Bunny. Einsammeln. Nein, machen wir später. Ah, Liga gucken, auch keine Lust. Nein, ich kann Liga gucken. Gut, mit Bardock, da haben wir der Verrückte bestätigen. Ich
und der verrückte Bartak. Einsam. Was da? Oh, da ist ja noch einer. Gleich, den ich so auch noch einsammeln. Bajinga. Gut, dann haben wir hier alles. Hier auf der Welt nochmal. Alles einsam. Und in der Stadt, den auch noch einsammeln. Hier sind zwei Leute. Ne, nur einer. Ach, da hat der Green Shop der Polizist, oder? Aufwerten, da brauche ich. Siegel für Siegelstein. Ah, hier den Aufwärtern. Und gleich los. Zack, 2 Stunden. Und hier ist er nicht schon auf Nummer 3. Da ist der Bonnie. Aufwerten. Und los geht's. Weltraum ist auch noch hier. Rakete. Hier wird was gebaut. Hier ist die andere Stadt. Stahlträger braucht er. Okay. Was braucht er hier? Stahlträger rein. Oh, das ist auf 3. 3? Ich glaube, den schicken wir mal los. Aber noch ein. Quest schon fertig. Hier ist doch alles grün. Ach, die haben noch gar keine Häuser. Und los geht's. Aufwerten, Kaktus. Ich kann leider keinen mehr rausschicken. Schon. Den dann auch nochmal. Oh, okay. Ja, die anderen brauche ich mir jetzt. Da ist noch ein Haus, das fehlt. Auch noch. Nee. Vorhin ich gerade noch ein Haus, was fehlt. Ich bin verrückt. Was wird mir nicht angezeigt, weil schon alles hier voll ist. Das kann natürlich auch sein. Ja.
Dann würde ich mal sagen, was das hier für diese, für diesen Bereich. Erst in 2 Stunden geht's da weiter. Da leuchtet etwas. Schließe alle Dailies ab. 22 Stunden habe ich noch dafür. Okay. Sammeln. Immer noch plus 3. Achso, die plus 3 sind hier, weil ich noch 8 Teams einsetzen kann. Ja, nee. Brauchen wir nicht, oder? Hier ist etwas los. Tun-Tür. Mal. Nein, den nicht. Darf ich mal ein bisschen aufleveln? Geht gar nicht. Hab keine Tränke. Gut. Ach nee, das war das. Ich muss die Leute einfach nur aufleveln. Gut, dann geht's hier mit der Arena weiter. Ach, das ist immer so langweilig. Das dauert immer so lange. Muss ich noch auf die anderen Leute warten. Meist lange weiter. Tägliche Herausforderung. Salon. Jetzt spielen. Allow me to introduce myself. Okay. Eins. Zwei. Aber ups, ich muss bis zur 5 kommen und dann drücke ich auf Verlassen. Good for you. Und? Super. Verlassen. Weiterspielen, verlassen. Weil wenn ich verliere, ist alles verloren. Und ich will ja nicht alles verlieren. Deswegen spiele ich mal nur bis zum ersten Jackpot. Und holen wir dann halt die Dinge ab. Die Belohnung. Hier. Und da steht der. Ich glaube, den habe ich gerade schon angegriffen, oder? Ja. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Nee, durch. Hier ist noch etwas. Ja.
easy going. Noch. Weil hier war es die erste Runde. Ne? Noch eine. Sicher. Meine drei stärksten und der erforderliche. Ich habe keinen. Dann sage ich mal, oh, da, den kann ich mir fast holen, da finden wir noch 5. Hier auch. Da muss ich gleich mal gucken. Wie hieß der? Keine Ahnung. Also ist der Cowboy-Hut mit Eis. Überall 0. Da, 6 Punkte. 11 dafür, vielen Dank. Ja, das war's. Hier war nächster. Mann, der Bergen zusammen. Detail rein. Wer verkriegt den da? Super. Ah ne, das ist der erste Gegner. Krieg ich nicht, das ist der erste Gegner. So. Sammlung. Events. Geht auch nicht. Arena. Oh, Arena ist schon in Gang. Wie viel Zeit habe ich noch? 10 Minuten. Ich werde die sowieso wieder verlieren, weil die Leute sind hier so stark. Drei Sterne. Nice. Wollte das auch gemacht, was ich jetzt gesagt habe, was sie machen wollte. Ich level nur 4 hoch, dass die stark sind. Und die anderen. Sind halt dann schwach. So wie die hier. Okay, ich habe eine Gesamtstärke von 4000. Er hatte, glaube ich, 3000. Dann müsste ich eigentlich auch gewinnen. Und da muss ich natürlich noch warten auf den Angriffen von denen, wie viel die gewinnen. PvP Arena spielt, brauchst eigentlich 12 gute Charaktere. Weil du hast 4 zur Verteidigung. Da musst du den einen mit 4 angreifen. Die sind dann auch weg. Und dann nochmal den anderen mit 4 angreifen.
Deswegen braucht man hier eigentlich mal 12 gute Charaktere. Alle haben gekämpft. Ich auf Platz 2. Gut. Ich muss den dreimal spielen. So. Bank. Was sagt die Bank? Zuweisen. User drauf aufpassen. Ich kann da immer noch was zuweisen. Ah, ich kann hier angreifen. 5000, nee, das ist mir alles zu stark. Den hier könnte ich vielleicht angreifen. 5200, ich habe eine Stärke von 4400. Nee, brauche ich nicht. Belohnungen einsammeln. Laden. Gibt es ja ein paar Sachen umsonst. Ressourcen kaufen. Ah, hier, kostenlos. Okay, wenn ich da drauf gehe, komme ich auf so eine Seite, dann kann ich Spiel spielen und kriege dafür eine Belohnung. Aber nicht. Aber gezeigt habe ich es. Was gibt es hier noch Schönes? Münzen, 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 Münzen. Ne. Hier haben wir das, einen Beschwörer. Ach, da fehlen mir noch 2 Stück. Das ist viel besser. Ich warte auf den. Das, die Diamanten brauche ich noch. Tut mir leid. Hier ist etwas, das kann ich machen. Boxhandschuhe. Na gut, ist halt ein Boxhandschuh geholt. Was hätte ich mir noch holen können? 90 hätte ich gehabt. Totenkopf oder weniger. Den Totenkopf. Egal. Kostenlos. Heiltrank. Nice. Dankeschön. Was gibt's hier? Für 300 Goldtickets. Dafür bin ich so schwach für Goldtickets. Denke ich mal. Die waren doch für PvP gewesen, Goldtickets. Oh, geht schon los. Boah. Ja, das kann ich wohl vergessen. Sag ich doch, das kann ich vergessen. Der Vorteil ist, ich mache einen Angriff, ich bekomme Punkte, ja. Das gibt es Leute, die greifen nicht an, zum Beispiel die beiden haben noch nicht angegriffen. Und wenn die nicht angreifen, dann habe ich trotzdem gewonnen. Man kann das nicht sehen als Punkte, vielleicht, ich sag mal, du kriegst ja eine Punktzahl und ich sag mal, das ist einfach nur ein Plus. Wenn du zweimal angegriffen hast, hast du 2 plus. Wenn du mit einem die gleiche Punktzahl hast und der hat nur einen Angriff gemacht, hast du 2 plus, er hat nur 1 plus, dann hast du trotzdem gewonnen.
habe jetzt sozusagen 0 Punkte und 2 Plus. Weil ich habe beide verloren. 0 Punkte, aber hier die 2 steht da. Wenn der jetzt nur einmal angreift, hat 0 Punkte. Bin ich vor ihm. Und wenn der 0-0 hat, bin ich der Erste. Dann habe ich gewonnen. Über die Daumen. Dann haben wir hier noch diese Bank. Angriff und dann. Oh, ich werde angegriffen. Ich werde rein. Scheiße. Noch eine Kiste. Da muss ich 5000. Nein, ich hatte 4400. Bin ich ein bisschen zu schwach für. Der Laden leuchtet nochmal. Nein, ich will nicht. Nein, ich will noch auf 2 warten. 24 wäre natürlich noch besser. Ne? Ich warte lieber auf 24, nicht auf 12. So, also jetzt fängt man es gleich an. Hier die Bank ruft nach mir. Öffnen. Nein. Nein. Was steht da drin? Achso, ich kann nochmal. Mir andere anschauen, ob die vielleicht besser sind. Aber. Nein. 5000. Nein. Gut, dann gehen wir wieder in die Sammlung rein. Nehmen wir ein bisschen stärker. Auf Stufen. Bestätigen. Level 50. Und schon ist er nicht mal letzter, ist er hier. Aber ich wollte, wie hieß denn da eine? Entweder die 11. Kann man die nicht sortieren hier irgendwie? Da. Gipfel. Gipfel haben wir. Vielleicht ihn hier. Wo kriege ich seine Marken her? Steht noch so, wo ich die Marken herkriege, das. Schade davon. Na gut, auf jeden Fall haben wir jetzt die Haken hier abgearbeitet. Da geht's nicht weiter. Das zeigt dann mal die beiden Teile, die ich kaufen sollte, die ich nicht haben möchte. Hier haben wir ein Glücksrad. Ich habe ein Los. Weiter. Verwende 50 Kampagnenenergie. Ich gehe mal hier an. Schau mir kurz an. Den ersten Akt an. Den habe ich.
Du besitzt 42, aber ach weiter, um diesen Tor auf 2 Sterne zu bringen. Den besitze ich auch. Ich glaube, das Bild ist grau, wenn ich den nicht besitze. Zweiter Akt. Den besitze ich. Ja, den besitze ich nicht, ist grau. Dann können wir hier einmal Autoangriff machen. 10-mal. Noch ein einziger Punkt bei dem, ja. Den besitze ich auch nicht. Auch Autoangriff 10-mal. Hammer. Jawohl. Neuen Charakter haben wir. Den besitze ich auch nicht. Ach, ich habe noch 800 Energie. Kein Problem. Dann gehen wir jetzt in Akt Nummer 3 rein. Den habe ich nicht. Angriff. Den müsste ich haben. Ja. Den habe ich auch. Jawohl. Den habe ich auch. Akt Nummer 4. Habe ich auch. Akt Nummer 5 und da bin ich noch nicht weitergekommen. Aber hier, ne? Hatte nur 2 Sterne. Ne, so weit bin ich auch gar nicht. So, den habe ich. Hier Angriff. Okay. Oh, 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 oh. Oh, nur 2 Sterne. Nur 2 Sterne. Das ist ein bisschen doof. Ich würde hier gerne die 3 Sterne haben. Nehmen wir den schlechtesten raus. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Das, die sind drin, der ist zum Auswechseln. Ich werde den Heiler nehmen, das wäre der hier. Die ist auch eine Heilerin, aber er ist auch ein Heiler. Ha, er ist auch Heiler. Schauen wir mal. Das sieht nach 3 Sternen aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann
2 Sterne. Perfekt. Perfekt. Dann gehen wir jetzt weiter. Zu ihm hier. Mit der gleichen Aufstellung natürlich. Und schauen, ob wir da den nächsten Charakter freispielen können. Freispielen vielleicht nicht. Nur so, dass wir die Tickets haben. Die Tickets. Wenn das nicht klappt, klappt das nicht. Knapp. Sieht es ganz knapp aus, aber doch noch. Perfekt. Jawohl. Geschafft. Ja. Okay. Jetzt können wir hier auf jeden Fall neuen Kämpfe noch machen. Für die Marken von den neuen Charakter. Und haben wir freigespielt. Das ist doch mal richtig nice. Der nächste Charakter wäre hier. So, da komme ich nicht. Blöd ist aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt, glaube ich, 3 neue Charakter schon freigespielt. Muss ich gleich auch nochmal ansehen, dass die freigespielt sind. Jetzt habe ich ja erstmal nur diese Tickets. Und die muss noch einlösen. Machen wir gleich. Ich unterbreche die Dingens, sobald ich keine 3 Sterne mehr kriege. Oh, wieder 3 Sterne. Heute geht's aber ab hier. Okay. Ich vermute mal, er ist abgestürzt. Passiert auch schon mal. Na gut, dann war es das für heute. Dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Da seht ihr auch die anderen Charaktere, wenn das Spiel wieder rankommt. Ansonsten bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.